Indubio, der Podcast von Ach Gut mit Burkhard Müller-Ulrich am Donnerstag, den 16. April. Wir wollen heute mal in diesem Podcast über Podcast, über den Podcast, über das Podcasten reden, also sozusagen Podcast im Quadrat, Podcast hoch zwei. Was ist eigentlich Podcast? Wir haben das hier so angefangen, weil ich es wollte, und das ist ein bisschen gefärbt von meinen eigenen Vorlieben, von meiner eigenen Karriere, hätte ich jetzt fast gesagt, aber von meiner Tätigkeit für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Deutschlands. Immerhin seit 40 Jahren mache ich das, und ich muss sagen, ich liebe es auch oder habe es geliebt, weil es eine Art war, Journalismus zu treiben mit kritischem Denken, mit Formstrenge des Ausdrucks, mit einer gewissen spielerischen Freiheit auch. Und an manchen Stellen, sage ich jetzt mal, ist es auch heute noch so. Ja, aber wir machen ja jetzt hier Podcast. Der ist ein bisschen gefärbt, wie gesagt, von der Radiotätigkeit, aber ist doch eigentlich genuin was anderes. Und jetzt habe ich Bernhard Lassahn vor mir oder sozusagen akustisch neben mir. Geisterhaft sind wir zusammengeschaltet aus zwei verschiedenen Städten. Das geht alles heute. Mhm. Früher war das sehr schwierig im Radio. Der Schriftsteller, Liedermacher auch, Film, Texter und was weiß ich alles, kann man googeln unter Bernhard Lassahn. Ja, hallo Bernhard, guten Tag. Ja, so viel ist es auch nicht. Ja, hallo. Ich bin tatsächlich einer, der jetzt gerade am Mikrofon sitzt, und ich habe vor gar nicht so langer Zeit einen berühmten Schriftsteller der Gegenwart, den ich jetzt nicht namentlich nenne, den habe ich mal gefragt, was er denn eigentlich so von Podcasts hält. Mhm. Und dann hat er gesagt, was ist denn ein Podcast? Tatsächlich ist es was Neues. Mhm. Wie alt war der Herr? Ja, der war mein Jahrgang. Also ich bin Jahrgang 1951. So. Okay. Und also etwa mein Jahrgang. Und tatsächlich ist es eine ganz neue Erscheinung. Und er war dann auch sehr überrascht, dass ich ihm erzählt habe, dass handele es sich dabei um eine Gutenberg-Revolution. Und das ist natürlich ein großes Wort, das ich selber nicht erfunden habe. Aber den Podcast als Gutenberg-artige Revolution zu betrachten, das habe ich von Jordan Peterson, der seinen Erfolg dem Podcast zu verdanken hat. Das meint er jedenfalls selber, wenn man ihn fragt, warum er denn so erfolgreich ist. Und das geht so. Er meint, zum ersten Mal in der Geschichte hat nun das gesprochene Wort eine größere Möglichkeit der Verbreitung als das geschriebene. Und zwar natürlich das gesprochene Wort, das konserviert wird. Mhm. Ich meine, gesprochen haben die Leute schon immer. Und dass nun also das gesprochene Wort sich so weit verbreitet, hat gegenüber dem Gutenbergschen Wort, also dem geschriebenen Wort der Buchform, einen enormen Vorteil und bringt aber gleichzeitig den Vorteil, den das Buch hatte, mit sich. Es ist zum ersten Mal so, dass das gesprochene Wort die Vorteile des geschriebenen Wortes ebenfalls in sich enthält. Ja gut, was sind diese Vorteile des geschriebenen Wortes? Das wolltest du wahrscheinlich sofort fragen, oder? Danke, ja, dass du mir es nur wegnimmst. Ja, ich habe noch eine ganze Menge andere Fragen, also mach ruhig weiter erstmal. Ja, also der Vorteil, ich bin jetzt gerade ein bisschen entsprungen. Also der Vorteil des geschriebenen Wortes ist der, dass das Buch so etwas ist wie das Massenmedium des Individuums. Das hört sich sehr widersprüchlich an. Und gerade das ist aber auch der Vorteil des Buches. Es ist natürlich ein Massenmedium, das wissen wir, das Buch erscheint in hoher Auflage, aber das Individuum hat ganz besonders große Freiheiten im Umgang mit dem Buch. Es kann also das Lesetempo selber bestimmen. Genau, die Situation, in der man ist. Ja. Mhm. Franz Hohler hat sogar mal gesagt, man kann das Buch sogar als Wurfgeschoss benutzen. Ja, oder Untersetzer, wenn der Tisch wackelt. Ja, untersetzt, wenn der Tisch wackelt. Eigentlich finde ich sogar Lesungen eine ziemlich lästige Einrichtung. Besser wäre es, wenn man das Buch irgendwie an jedem im Publikum verteilt und jeder macht sein eigenes Tempo, liest in seinem eigenen Tempo und nach einer halben Stunde wird das Buch wieder eingesammelt. Also jedenfalls kann der selber bestimmen, der Leser kann selber bestimmen, und die Freiheit des Lesers garantiert auch auf der anderen Seite die Freiheit des Autors, denn der Leser hat das Buch, das
die Freiheit, das Buch auch nicht zu lesen. Der kann sagen, nee, das Buch lese ich nicht. Und deswegen hat der Autor auch die Freiheit zu schreiben, was er will. Denn der Leser wird ja nicht gezwungen, das zu lesen. Das und alles zum Buch. Aber es kommt noch mehr. Hm. Und das Buch, aber das ist das Wichtigste. Und das Buch, es gab mal eine Werbung früher über eine Seife, die hieß, diese Seife entfaltet auf jeder Haut einen anderen Duft. Und so ist das eben auch mit dem Buch. Das Buch ist tatsächlich ein Massenmedium, aber die individuelle Wirkung ist anders und die individuelle Zugriffsmöglichkeit ist jeweils anders. Man kann das Buch im Schlafzimmer lesen oder wo auch immer und in einem Tempo, das einem gefällt oder eben auch gar nicht. Und das ist jetzt zum ersten Mal auch beim gesprochenen Wort der Fall. Denn wenn ich einen Podcast höre, kann ich den auf Pause stellen. Wenn ich den unterwegs bin mit meinem Walken, kann ich ihn hören, wann ich will. Ich kann ihn nochmal hören, ich kann auf schnellen Vorlauf stellen oder ich kann ihn anhalten oder ich kann ihn auch abbrechen. Und diese Freiheit ist tatsächlich etwas Neues. Ist auch neu, dass das gesprochene Wort erhalten werden kann. Das ist ja gar nicht so alt. Also die ersten Aufnahmen, Mary Had a Little Lamb, die es damals gab, die waren ja noch sehr schwach. Und das erste Grammophon, der erste Phonograph, als die erfunden wurden, die haben noch gar nicht vorhersehen lassen, dass sich das so weit verbreitet. Aber nun ist es soweit. Nun ist also das gesprochene Wort mit dem Vorteil des geschriebenen Wortes noch weiter verbreitet und hat einen Vorteil gegenüber dem Buch, denn man muss nicht immer hingucken. Man hat die Hände frei, während man seine Kopfhörer aufhat und spazieren geht im Wald oder während man gerade... Okay, das ist natürlich das klassische Argument überhaupt fürs Radio hören. Ein Medium, ein Nebenbei-Medium, sagen manche. Das hört man ja als Radiomacher eigentlich nicht so gern, aber es ist wahr. Man kann bügeln, spülen oder irgendwelche manuellen Tätigkeiten. Ja. Auf jeder Baustelle läuft Radio. Warum wohl? Aber nur das ist ja jetzt nicht gemeint, wenn du über Podcast... Ja. Dieses Nebenbei hat ja so ein bisschen leicht was Abwertendes. Ja, das mache ich dann so nebenbei. Und auf der Baustelle läuft Radio, aber da läuft auch nicht das erste Programm. Da läuft dann, da laufen auch die Verkehrshinweise, aber da läuft dann eben Unterhaltungsmusik. Mhm. Und eben Musik, die man nebenbei hören kann. Und man denkt eigentlich nicht, dass man nebenbei etwas macht, was von großer Bedeutung ist. Aber es findet erstens so etwas statt wie eine Zweitverwertung von Lebenszeit. Also man kann, während man tatsächlich seine Übung macht, Gymnastik macht, während man seinen Waldspaziergang macht, während man putzt, das Zimmer aufräumt, wie man es ja nach Jordan Peterson machen soll, zuerst mal sein Zimmer aufzuräumen, kann man sich seine Vorträge anhören und kann sich 40 Minuten lang was über Kierkegaard erzählen lassen oder über Sokrates. Und wenn einem das zu anspruchsvoll ist, dann kann man auf Stopp stellen und sich was anderes anhören. Das mit so einer Multitasking-Ideologie zu rechtfertigen, ja, das kommt mir doch ein bisschen komisch vor. Das ist ja einfach nur diese Zeitnutzen-Management-Haltung. Weiß ich nicht, ob das jetzt für einen Philosophen wie Peterson, also. Es ist aber nicht alles. Es ist natürlich völlig richtig, weil die Leute mit der Lebenszeit, das ist gar nicht so unsinnig, weil heute sitzen viele Leute im Stau oder sind unterwegs und haben das sowas. Und mit der Zweitverwertung der Lebenszeit meint er sowas Ähnliches wie eBay. Auf eBay werden ja eben auch Artikel verkauft, die schon mal im Gebrauch waren, die schon mal einmal im Kreislauf des Warenverkaufs durch hatten und nun wieder weiterverkauft werden. Das ist eigentlich nicht der Hauptaspekt. Der Hauptaspekt ist tatsächlich der, und der ist jetzt ganz überraschend, dass ein Podcast, sagen wir mal, in 3 Stunden Länge, jetzt nicht nur von Jordan Peterson, sondern vielleicht von Stephen Molyneux oder von Joe Rogers, dass der Millionen und Millionen von Klicks kriegt. Dass es offenbar doch so ist, dass die Leute Zeit haben und auch Lust haben, sich anspruchsvolle Podcasts anzuhören. Der Podcast ist nämlich nicht etwa Twitter. Twitter ist auch eine neue Erscheinung und Twitter ist immer ganz kurz. Und das bringt auch ganz eigene Probleme mit sich. Aber das Besondere am Podcast ist, dass er lang sein kann. Dass er wirklich 3 Stunden lang sein kann. Und erstaunlicherweise hat man 3 Stunden hohe Qualität in großer Auflage. Wie ist das möglich? Was bedeutet das? Und das hatte sich Peterson eben auch gefragt. Er hat angefangen eigentlich ganz arglos und übrigens ganz neugierig. Er wusste gar nicht, was daraus werden sollte. Und hat seine Vorlesungen ins Internet gestellt, also die Vorlesung, die er gehalten hat über Persönlichkeit, und hatte dann plötzlich 1 Million Zugriffe und hat sich gefragt, wieso ist es möglich, dass
mein durchaus schwieriges Thema Persönlichkeit und Existenzialismus. Wieso ist das möglich, dass ich da so viele Zuhörer kriege? Da kommt natürlich einiges zusammen, weil er ein sehr guter Redner ist. Das genau, das Allerwichtigste dazu. Ist doch einfach ja. die Ausdruckskraft von ihm selbst. Aber tatsächlich, also du hast da etwas angesprochen, was mir auch schon aufgefallen ist. Es gibt ja viele Podcasts und auch viele Arten, Podcasts zu machen. Aber eines ist, glaube ich, allen, oder nicht allen, aber doch vielen gemein, nämlich diese Länge. Als du eben so weit ausgeholt hast, da habe ich sofort als Radiomann gedacht, okay, das schneiden wir, dann werden wir ein bisschen straffen und so kommt er schneller. Und dann denke ich mir, nein, in dem Podcast kann Bernhard jetzt erstmal schön ausbreiten, was es alles nicht ist, also weil er vom Buch redet, wo wir doch eigentlich von Podcast reden wollen. Aber das lassen wir alles drin, weil die Menschen haben jetzt Geduld. Und naja gut, wenn sie keine haben, können sie auch vorspulen. Das ist ja genau das, was immer passiert. Ich gebe es zu. Wenn immer ich jetzt irgendwie so ein Video angucke, mein erster Blick ist immer, wie lang ist das? Ja. Wie lang ist das? Und das ist ja auch gut zu wissen. Man sieht ja auch bei einem Buch, wie dick ist es. Ist auch eine Altersfrage. Also ich glaube ja, dass ältere Menschen, ich merke es an mir, und ich bin ein bisschen jünger als du hast dein Geburtsdatum ja schon genannt, ich bin Jahrgang 56, aber so langsam kriegt man ein Gefühl vom Wert der Zeit und wird auch ein bisschen ungeduldig. Und das Interessante ist ja, dass diese langfädigen Podcasts wirklich ein Ding der Jugend sind. Die setzen sich Ohrhörer auf, dazu müssen wir noch kommen, das ist ganz wichtig. Mhm. Podcast wird oft in einer ultra-intimen Situation gehört, wo die Stimme quasi zwischen den Ohren entsteht. Ja. Und das hat so etwas Saugendes, dass man wirklich auch bereit ist, sich auf die Pausen, auf die Schnaufer, ich mache jetzt mal eine Pause. Ja, auf das alles einzulassen, was man beim Radio schon wieder rausschneiden würde. Ja, es entsteht dadurch auch eine Art Pseudo-Intimität oder Pseudo-Privatheit. Es ist fast so ein bisschen wie ein Pillow-Talk, ein Kopfkissengespräch. Man kann sich das nachts im Bett anhören. Man hat das Gefühl, er flüstert mir jemand etwas ins Ohr, was er im wirklichen Leben gar nicht machen würde. Da möchte ich gerne nochmal drauf zurückkommen. Und das habe ich mir für den Schluss ausgedacht, dass ich diese besondere Intimität. Schmeiß doch deine Zettel weg. Ja, einerseits ja, andererseits nein, weil es ist ganz, ganz richtig. Der Podcast bietet nämlich beides. Er bietet das Gefühl der Spontanität. Man ist gemeinsam mit dem Hörer auf der Reise. Das ist auch der Reiz, den diese Podcasts von dem eben erwähnten Joe Rogan haben. Das ist ein Kampfsportler, der hat sich einfach bestimmte Leute ins Studio geholt und fragt die aus und weiß selber nicht genau, was die ihm erzählen werden. Sodass man tatsächlich es nicht mit einer Verkündung von Wahrheiten zu tun hat, sondern mit einer gemeinsamen Reise, wo auch selbst der, also wo jetzt du auch nicht wüsstest genau, was ich sagen wollte. Ja. Und das ist das eine. Andererseits ist das aber auch problematisch, weil wenn einer nur 10 Minuten redet, muss das nicht interessant sein. Es muss schon jemand sein, der 10 Minuten lang redet und dabei weiß, wovon er redet. Und der also eigentlich doch auch schon das Ende im Blick hat. Das haben nämlich Erzähler. Die Erzähler täuschen ja die Zuhörer darüber hinweg. Die wissen nämlich, wie der Krimi ausgeht. Und wenn sie gut sind. Die Krimis werden ja von hinten nach vorne geschrieben. Die wissen schon, wo der ausgeht. Das ist immer so ein Fehler, dass man denkt, bei kreativem Schreiben müsste man sagen, Onkel Fritz sitzt in der Badewanne und nun dichtet mal weiter. Nein, nein, Mann. Die wirklichen Erzähler von Tausend und eine Nacht, die wussten schon, wie die Tausend und einste Nacht ist und haben nur ganz viele Umwege gemacht. Aber dieses Element des Spontanen, des noch nicht wissen, wohin die Reise geht, ist tatsächlich ein Element auch der Wahrheitsfindung. Und das ist was anderes, als wenn man die Wahrheit verkündet. Also wenn wir uns jetzt beide auf einen Weg begeben, das ist dann fast so wie ein therapeutisches Gespräch. Dann sind wir beide oder ein Gespräch, als würden wir beide spazieren gehen und wüssten zwar ungefähr, wohin wir gehen und worüber wir reden, wir wüssten aber nicht genau, wohin sich unser Gespräch entwickeln würde. Und das ist was anderes als ein normales Interview, wo du irgendwie weißt, was ich sagen werde oder wo du irgendwie versuchst, mich zu nageln oder sowas, was man ja heute hat, diese Interviews. Deshalb sind diese Podcast-Interviews auch ganz anders als Interviews, die man normalerweise heutzutage jedenfalls im Radio hört,
wenn man sich zum Beispiel alte Interviews im Radio, wenn man sich Interviews anhört von, weiß ich nicht, Hannah Arendt, früher im Interview, das ist ja eine Art von Radio, das gibt es ja heute auch nicht mehr. Das ist eigentlich so, wie Podcasts heute sind. Wollte ich gerade sagen. Podcast ist so, wie Radio früher war. Kann man also im Grunde arbeiten wir im Podcast auch gewisse Defizite des heutigen Radiomachens ab, nicht wahr? Also gerade auch was das Experimentelle, das Querliegende, auch, ja, ich würde sagen, das Bedächtige. Also im Podcast kann man wieder zu Formen von bedächtig, jetzt nicht im herablassenden Sinn, sondern es hat ja was mit Bedenken zu tun, das Bedächtigsein, das braucht ein bisschen Zeit und es ist ja auch spannend, beim Verfertigen von Gedanken wirklich zuzuhören. Das gibt's ja eigentlich in Interviewsituationen kaum noch, gerade weil du sagst, es geht nur noch darum, den zu nageln. Und es ist im Grunde eine Kommunikationssimulation, was man da erlebt. Aber im schönsten Falle, also ein Akt gelungener Kommunikation, ist ja auch so intim hin und her schwingen, merken, wo der andere jetzt bereit ist, ins Freie zu treten. Genau, und das ist auch der Reiz der Jordan Peterson-Veranstaltung. Also er redet ja immer frei. Und er hat dann ein Headset auf und läuft wie so der Panther. Und da läuft er immer hin und her. Und er behauptet sogar, er würde jeden Einzelnen im Publikum ansprechen. Das versucht er jedenfalls oder jedenfalls tut er so. Also er redet tatsächlich direkt ins Publikum und es erzeugt eine Vorstellung von Anwesenheit von hier und jetzt wie so ein Schauspieler, der es irgendwie schafft, das Publikum im Bann zu halten und der so spricht, dass man wirklich wartet, was er sagt dann als nächstes. Jeder Satz ist eine Uraufführung, der man beiwohnen darf. Man weiß gar nicht, wie der Satz enden wird, so ungefähr. Mhm. Und hat aber trotzdem die Gewissheit, dass er schon ziemlich ein guter Satz sein wird. Also, dass er dann auch grammatikalisch richtig hinkriegen wird. Das sind eigentlich Sprachperformances, die er macht. Es ist keinesfalls so, dass er immer dieselbe Rede abliest. Das kann er eigentlich gar nicht ertragen, diese Art von Reden. Das ist tatsächlich so, dass es nicht reicht, einfach nur 3 Stunden mit Gesprächen voll zu packen und 3 Stunden etwas vorzulesen aus einem Text, der keine Tiefe hat. Ja, das würde einen natürlich langweilen, wie man das zum Beispiel heute in den Nachrichten ganz oft sieht. Da werden irgendwie keine Fachleute interviewt oder keine Leute, die gehaltvoll reden, sondern einfach so Leute auf der Straße. Was meinst denn du zu Griechenland oder so? Mhm. So werden die ja heutzutage interviewt. Da findet eine richtige Laberei statt. Und viele Podcasts sind eben auch reine Labereien. Und ich muss sagen, ich kann gar keine richtigen Deutschen empfehlen. Also wenn wir gerade davon reden, damit die Leute ungefähr wissen, wovon wir eigentlich reden. Ich habe das Gefühl, wir sind, was Podcasts betrifft, noch eine Bananenrepublik. Es gibt die Podcasts von Gunnar Kaiser, den kann ich tatsächlich empfehlen, der ist ganz gut. Aber ich habe sonst, ehrlich gesagt, nur englischsprachige und vor allen Dingen mit kanadischem Akzent Podcasts, die ich gerne höre. Also, weil wir immer wieder auf Jordan Peterson zurückkommen, eigentlich benutzen wir ihn hier als Geländer, weil er selber sich über Podcasts geäußert hat, aber wir haben auch noch unsere eigenen Gedanken beizutragen über Podcasts, also mischt sich das ein bisschen. Aber mich würden 2 Dinge interessieren. Das eine, und das behalten wir jetzt mal vielleicht im Hintergrund, wie sehr ist also das Performative, also das Professionelle bei Peterson, dass er das einfach kann und rüberbringt und so weiter, inwieweit steht das auch in einem gewissen Gegensatz zu der durch Podcast möglichen Ehrlichkeit, also zu diesem Risiko, sich nackt zu machen und ohne, so wie wenn ich sage, tu doch mal deine Zettel weg, wenn wir ganz einfach auf dem gar nicht mehr dünnen, sondern gar nicht mehr vorhandenen, auf dem bereits geschmolzenen Eis, also schlicht, wenn wir übers Wasser laufen, was wir ja können, nicht wahr, Bernhard? Aber jetzt sag mir erstmal, das möchte ich wissen, was ist mit Jordan Peterson und dir? Du hast ihn irgendwie ganz besonders gern, ne? Ich habe den, muss ich sagen, entdeckt, nachdem ich vorher schon andere kanadische, ich habe vorher schon Podcasts von Karen Strawn, von Janice Fiammingo und von Stephen Molyneux gehört. Irgendwie habe ich ein Faible für Kanada. Und erst dann, das ist quasi, als wäre das der Höhepunkt der kanadischen Podcasts, die ich gehört habe, habe ich dann Jordan Peterson entdeckt. Und der ist
auf eine Art und Weise angloamerikanisch, die wir in Deutschland nicht so haben. Ich mochte natürlich die Themen, das hat mich sehr interessiert. Ich mochte, dass der die großen Themen, die er von aus der Weltgeschichte hat, also die er natürlich, er ist ein Jungianer und gleichzeitig ein Freudianer. Also er redet von Archetypen und er redet natürlich von den Mesopotamiern und von Ägyptern und aus der Bibel und gleichzeitig von Harry Potter. Das kommt mir sehr nahe. Und weil es auch sehr, er redet im Grunde auch von der Kunst des Schreibens. Er findet auch das Schreiben, dass man seinen eigenen Roman des Lebens schreiben kann. Deswegen hat er auch so ein sogenanntes Self-Authoring-Programm, wo man selber Autor seines Lebens wird. Also ich bin auch als Schriftsteller natürlich irgendwie angelockt worden und angefixt worden, das zu schreiben. Aber es ist auch eine Art des akademischen Umgangs. Ich glaube, die kenne ich auch ein bisschen von meinem Vater. Mein Vater ist ein Professor, der ist sehr unakademisch und vor allen Dingen vermeidet er alles Dünkelhafte. Er ist, glaube ich, der einzige Professor ohne Abitur gewesen. Also der hat tatsächlich immer diesen Versuch, etwas verständlich auszudrücken und keineswegs in die Gefahr zu laufen, zu verliebt zu sein in seine Gedanken und irgendwie sich kompliziert auszudrücken. Also er ist sehr verständlich. Manchen Leuten ist er manchmal ein bisschen zu simpel, ja, geradezu. Und das ist insbesondere in der deutschen Aufmachung seines Buches, 12 Rules for Life, das wirkt für manche so ein bisschen banal. Aber er hat eben diesen Hintergrund, er ist wirklich von der Pike aufgekommen. Er hat zunächst mal seine Vorträge ins Netz gestellt, dann hat sich herausgestellt, dass er ein beliebter Professor ist. Dann gab es ein kanadisches Fernsehprogramm, die sogar also Philosophie leicht gemacht, wir machen mal so ein paar Professoren, die reden mal so ein bisschen. Da war er auch der beliebteste und hat natürlich jahrelang professionell fürs Fernsehen gearbeitet. Also das merkt man schon. Es ist nicht einfach einer, der irgendwie plötzlich, ach, der kann eigentlich ganz gut reden. Nein, das hat er jahrelang aufgebaut. Mhm. Und er hat 15 Jahre an seinem ersten Buch geschrieben, das heißt auf Deutsch, Warum wir denken, was wir denken. Und was wir jetzt von ihm zur Kenntnis nehmen, ist nur die Ernte dieser ganzen Sache. Das ist ein jahrelanges vorbereitetes Projekt. Das ist ein richtiger Sonderfall. Und ich habe den kennengelernt, bevor der richtig berühmt geworden ist. Ich wollte zu seiner Buchvorstellung nach London fahren und die war natürlich sofort ausverkauft. Da waren gleich 3 Veranstaltungen ausverkauft. Es gab aber noch eine in Den Haag. Und da war es dann so, dass er genau, wie ich das erwartet hatte und erzählt habe, dass er läuft da hin und her und hin und her und hin und her und redet und redet und redet und versucht dann auch dieses Massenphänomen, das Buch als Massenmedium des Individuums, wieder insofern rückgängig zu machen oder ein bisschen persönlich zu machen, indem er tatsächlich jetzt versucht, anschließend jedem die Hand zu geben. Natürlich nicht jedem, das ist ja nicht möglich, ja. Viele Leute gehen dann auch, aber er nimmt sich Zeit für eine so Art After-Work-Party. Er selber sagt dann auch, dass jeder seine 15 Sekunden hat, mit ihm zu reden. Und ja, er sieht ein gefährlicher Charismatiker. Ja, aber der Clown Django Edwards hat das auch gemacht. Der hat in den 70er Jahren, der hat das auch gemacht, dass er sich an den Ausgang hingestellt hat und jedem symbolisch und konkret zugleich die Hand gegeben hat, um diesen Massencharakter wieder etwas rückgängig zu machen. Natürlich kann man das nicht wirklich. Das ist eine Art Pseudo-Intimität, wie ich vorhin schon gesagt habe, als wir über diese Schlafzimmerstimme gesprochen haben. Ja, es ist eine Art Pseudo-Intimität und er weiß es auch selber. Das ist natürlich klar, dass er da jetzt, wenn er Bücher signiert, das macht er jetzt neuerdings immer schon vorher, dass er dem da nicht wirklich was Persönliches reinschreibt und dass er auch die persönlichen Fragen, die ihm da gestellt werden, nicht wirklich so beantworten kann. Hm. Allerdings macht er das auch. Es gibt ein Q&A, heißt das. Also man kann dann irgendwie monatlich bei ihm reingucken. Da beantwortet er Fragen, die ihm Leute gestellt haben. Und das können dann wiederum andere Leute angucken. Also die können ihm alles Mögliche fragen, was er von Abtreibung hält, von Homo-Ehe und so weiter. Das hat auch Chomsky gemacht. Der hat ihm auch sich zur Verfügung gestellt und hat für Leute, die es wissen wollten, dann Fragen beantwortet. Das waren persönliche Fragen. Aber die Antworten waren wieder allgemein. Also er macht das auf eine sehr dezente Weise. Das sind die Auftritte jetzt, über die du da sprichst. Ja, das ist nochmal getrennt zu sehen vom Podcast, der ja doch noch eine ganz andere Intimität hat. Bei den Auftritten spüre ich natürlich, weil du sagst, in Deutschland haben wir sowas nicht, natürlich der angelsächsische Umgang mit Sprache, mit Rhetorik, der ja dort auf jeder Universität schon, das Debattieren wird ja dort richtig sportlich gehandhabt und geübt. Da werden Debattierwettbewerbe veranstaltet. So ist es. Und das führt natürlich dazu, dass
Studenten, angelsächsische Studenten und Kanada gehört allemal dazu, in jeder Situation eigentlich aufstehen können und zu jedem gegebenen Thema also mindestens mal 10 Minuten vom Leder ziehen können. Das ist natürlich in einem Land, wo wir eine sprachlose Kanzlerin haben, etwas schwieriger. Aber okay, wir wollten... Ja, wir haben diese ganze Kultur nicht. Also ich habe damals als Austauschschüler in Amerika Speech belegt, das nannte sich, das würde man Rhetorik nennen und so. Genau. Und da gab es wirklich diese Debattierclubs. Die Unions machen ja diese Debattierclubs. Und selbst wenn man so einen Film anguckt wie 4 Hochzeiten und ein Todesfall, da merkt man, dass offenbar da eine Tradition ist, wo jemand Reden halten kann vor kleinem oder größerem persönlichem oder manchmal auch offiziellem Rahmen, das ist in Deutschland gar nicht in der Art als Kultur vorhanden. Ja, das ist, diese Redekultur ist tatsächlich in Deutschland nicht so vorhanden und auch, das trifft eben Jordan Peterson auch, der ist in Deutschland nicht so richtig angekommen. Also es ist, der ist in 40 Sprachen übersetzt, aber der ist auch in vielen Ländern gewesen, in Südafrika, Australien und in Ländern Europas, aber eben nicht in Deutschland. Und auch die deutsche Ausgabe ist ein bisschen unglücklich, weil sie ihn so als jemanden hinstellen, der so Ratschläge gibt fürs Leben. Aber das tut er natürlich nicht, weil er ja das Individuelle betont. Und die Ratschläge muss man sich selber suchen. Ja, jeder ist selber. Du musst dir noch ein bisschen Mühe geben, Werbung für Jordan Peterson. Ja, wir müssen uns noch ein bisschen Mühe geben. Nein, also braucht man natürlich nicht, weil er ist tatsächlich schon erfolgreich. Er ist nur im Augenblick ist er, ja, ist klar. Im Augenblick ist er halt krank. Ja, Podcast nochmal. Diese Situation des intimen Hörens, des intimen Sprechens ist natürlich auch interessant, weil es Themenfelder erschließt, erstmal eine adäquate Tonlage schafft, um über Intimität zu reden. Also ich kenne ja viele Podcasts, die von Sexualität, von Partnerschaft, von psychologischen Fragestellungen, die tief ins Innere greifen, handeln. Und ich glaube, dass der Podcast da wirklich zu sich kommt. Bei politischen Sachen weiß ich schon wieder nicht. Da ist es dann doch wieder mehr Radio. Da spricht man dann doch wieder sozusagen mit Anzug und Krawatte. Das kommt mir auch so vor. Also ich glaube, dass auch, dass die politischen Fragen nicht so geeignet sind, obwohl ich mir eigentlich auch vorstellen könnte, dass es mal ernsthafte Gespräche gibt. Aber wahrscheinlich zeichnen sich die politischen Gespräche auch gerade dadurch aus, dass sie eben diese Ernsthaftigkeit gar nicht zulassen oder gerade diese Persönlichkeit nicht zu. Und die Philosophen, die ja eigentlich dem vorangegangen sind, ich hatte vorhin den Namen Stephen Molyneux erwähnt, der ist einer der ersten gewesen, der einfach Podcasts stundenlang über Sokrates gemacht hat, aber dann auch über Che Guevara, also über je nachdem. Und eigentlich ist es die Stimme des Einzelnen, die dabei eine Rolle spielt. Und in dem Augenblick, wo man wirklich sich als Politiker sieht, spricht man nicht mehr nur für sich selber und dadurch kann man gar nicht mehr so intim sein. Aber die Stimme des Einzelnen, die zählt natürlich einerseits für den Psychologen, weil der Jordan Peterson ist ja Psychologe, und die zählt natürlich auch für den Künstler und für den Philosophen. Die Philosophen sind ja tatsächlich auch Einzelstimmen. Die haben alle was Eigenes zu sagen gehabt, im Unterschied zu den Theologen, die alle dasselbe gesagt haben. Mhm. Insofern sind die tatsächlich auch richtig für den Podcast, weil das eigene, und da sind wir wieder bei dem Massenmedium des Individuums, das Individuum ist natürlich unverzichtbar. Und dass die Politik, je mehr sie das verlässt, das Individuelle, desto weniger ist sie für Podcasts geeignet. Auch wenn natürlich die Regierung inzwischen Podcasts hat, ja, und dann sind das aber meistens so Wohlfühlinterviews und Selbstdarstellungen. Ja, das ist nicht Podcast, das ist, ein neuer Ausspielweg fürs Volk. Und ich glaube, deswegen ist diese Fragestellung ganz berechtigt gewesen, ganz zu Anfang. Diese Podcasts, wie ich die ganze Zeit die beschreibe und ein bisschen verherrliche und idealisiere, das ist in Deutschland relativ neu oder fast noch unbekannt. Aber die Jugend spricht ja Englisch. Genau. Insofern könnte es klappen, ne? Ich möchte dir noch lange zuhören. Ich habe auch selber tatsächlich noch fast den Drang, mehr zu sagen. Aber ich habe mir vorgenommen, getreu dem alten Spruch, sprich über alles, nur nicht über eine halbe Stunde, dass wir nach einer halben Stunde hier Schluss machen. Obwohl es Podcasts gibt, die 3 Stunden. Also
vielleicht kommen wir da mal dahin, aber da müssen wir uns langsam rantasten. Liebe Hörer, nein, die sind, Ihnen steht aber noch was sind bevor. Ja, es geht ja nicht nur um irgendwie Langstreckenlauf, sondern es geht ja tatsächlich darum, dass diese 3 Stunden dann auch entsprechend gefüllt sein müssten. Ich würde nur noch mal darauf zurückkommen wollen zum Schluss, dass diese große Verbreitung gleichzeitig auch wieder wie als Nebenwirkung die Sehnsucht nach großer Nähe schafft. Deswegen ist eben dieses Händeschütteln am Ende dieser Peterson-Veranstaltung irgendwie auch so was Symbolisches. Aber ich glaube, dass das eine Art zwangsläufige Nebenwirkung ist, dass eine große Entfernung, die das Massenmedium mit sich bringt, auch gleichzeitig wieder eine Sehnsucht nach großer Nähe mit sich bringt. Und das ist das, was wir jetzt im Augenblick erleben, dass diese große Distanzierung, die jetzt allgemein eingehalten werden muss, auch wieder eine Sehnsucht mit sich bringt, dass wir uns endlich wieder die Hand geben können und dass wir wieder aufeinander zugehen können. Ich habe sogar schon hier Leute vor meinem Fenster gesehen, die sich auf offener Straße umarmt haben. Wow. Ja. Bernhard, lass uns virtuell die Hand geben. Bitteschön. Das war In Dubio, der Podcast von Ach Gut, am Donnerstag, dem 16. April. Am Sonntagmittag kommt die nächste Ausgabe und ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie dann wieder einschalten. Ihr Burkhard Müller-Ulrich.